Lampedusa ist eine Insel. Sie liegt im Mittelmeer. Das Stück beginnt mit diesem Titel. Und Lampedusa ist Sinnbild für die Menschlichkeit der Menschen in der Gegenwart. Menschen, die von sich sagen können, schau, mit dem anderen habe ich nichts mehr zu tun. Denn wir sind unterschiedlich geworden, sind wahre Menschen. Lampedusa ist eine Ballade von 5 Balladen. Salzmenschen heißt die erste Ballade, die zweite Ballade heißt der Stuhl 1, der Stuhl 2 und der Stuhl 3. Alle drei zusammen heißen Lebensinhalt. Dritte Ballade ist Xaver und Lucia. Vierte Ballade ist Lampedusa und die fünfte Ballade ist Adam und Eva. Beschreibt den Auszug der gegenwärtigen Menschheit aus der Gegenwart, aus dem industriellen Zeitalter in eine andere, bessere Welt in eine utopische Welt, in eine befriedete Welt. Das Stück heißt Lampedusa, Schauspiel in 5 Balladen aus dem 21. Jahrhundert. Wie kamst du auf den Titel, wie kamst du darauf, Balladen in ein Schauspiel zu inszenieren? Ich wollte ein zeitkritisches Stück machen. Und habe mir gedacht, dafür nehme ich eine alte Form, nämlich die Balladenform, die aus dem Mittelalter herstammt. Und wollte damit die Gegenwart, nämlich das 21. Jahrhundert beschreiben. Und wirklich das 21. Jahrhundert. Also so die großen Umbrüche in unserer Gegenwart, was Mann, Frau betrifft, was die Kriege derzeit in Vorderasien betrifft, die wollte ich alle beschreiben. Mein rotes Herz pocht und schreit laut. Ich war in Liebe zu dir. Kriegsflugzeuge im Himmel, blau, blau, krachen über den Sandstrand hinweg nach Pakistan, in den Irak, in den Iran. Die Geografie der Erde hat 5 Glieder. Es handelt von Krieg, Liebe. Es handelt von der Entstehung der Gesellschaft. Es handelt von der Freiheit und Nichtfreiheit. Es handelt von einem Stuhl, schlussendlich, von Stühlen. Es geht darum, zu zeigen, wie der Mensch am Stuhl gefesselt ist. Totgeborenes und beides drückt, unerkannt, jedes für sich, der Hoffnung des Rufers, Antwort herbei. Eher werden alle meine Sinne verelenden, als mein von den Händen des Raumes gegangen worden sein. Und indessen wie immer zu bin ich ohne mir, wieder mir, durch den Raum. In Lampedusa wird gezeigt, dass wir in unserer Zeit, in den Kriegen, sitzend töten. Wir fliegen mit den Flugzeugen über Landstriche hinweg und ein General sitzt irgendwo in Rom und drückt auf den Knopf und tötet oder gibt den Befehl zu schießen. Ich rede noch gar nicht von Drohnen, ich rede wirklich noch von Piloten, die vom General den Befehl bekommen, jetzt auf dieses Haus schießen. Und das ist die erste Ballade, die heißt Lebensinhalt, Stuhl 1, 2, 3. Und da will ich zeigen, dass der Mensch sitzend zum Täter geworden ist, dass die Gesellschaft sitzend eine Maschinerie betreibt, die eigentlich unsere Lebensgrundlage, nämlich den Planeten selbst, zerlegen, ganz stark. Das bezeichnet das Theaterstück heute, also das ich gemacht habe. Das finde ich auch wichtig zu zeigen, das war mir ein Anliegen. Frei! Frei ist der sich gewiss ist, dass er längst schon das Meerstadion verlassen hat und in Richtung, in Richtung Flüsse und Bäche zu den Quellen schwimmt, wo der eigentliche Mensch steht. Xaver und Lucia bearbeitet das Verhältnis zwischen Mann und Frau. Wir leben in der Zeit der Emanzipation und die Frauen kommen immer stärker und stärker in ihrer Rolle der Selbstbestimmung. Und dann mache ich ihnen in diesem Stück eben den Offert, die Vergehen der Männerwelt aus dem Mann, und zwar bin ich stellvertretend für alle Männer dieser Welt, schlagen zu dürfen.
Also die Frauen wurden unterdrückt und das sozusagen als Wiedergutmachung. Das ist diese Performance in diesem Stück. Das Stück verlässt auch konventionelle Theaterformen im weitesten Sinne. Also was mir noch sagt, fünf Balladen, weil der Mensch fünf Glieder hat. Körper, also Kopf, Arme und Beine. Und es gibt fünf Kontinente auf unserer Erde, die wir alle kennen. Deswegen fünf Balladen. Und das verdichte ich im 21. Jahrhundert, in unseren politischen Verhältnissen, in denen wir leben. Das ist mir wichtig. Und es ist mir auch wichtig, das ganze Stück ist sehr anarchistisch, teilweise punkig und vielleicht sogar jazzig und soll also von der Form her ist es manchmal ein feines Schauspiel, ganz exakt, und manchmal wirklich trashig. Uns Brüder brauchen nur die sich vor sich selber fürchten. Diejenigen aber, die sich vor sich selber nicht mehr fürchten und ihre Furcht durchschaut haben, sind bereits Quelle geworden. Und manchmal ist es sogar anmaßend, bis hin zum Schreien. Allerdings alterniert das, dann ist plötzlich wieder ganz lyrisch und dann wieder kräftig. So wie der Mensch eben ist. Ich meine, manche Völker bombardieren ganze Landstriche weg und sagen, jetzt haben wir den Tyrannen tot gemacht und inzwischen gibt es 100 Tyrannen, kleine. Also darüber handelt Lampedusa und deswegen auch das 21. Jahrhundert und deswegen auch die Balladen des 21. Jahrhunderts. Ich wollte diese alte Form für unsere neue Zeit, die das 21. Jahrhundert ja ist, und sogar ein Jahrtausend einläutet, verwenden, um auch meine Freundschaft mit der Vergangenheit zu beweisen. Also ich habe viel Freude mit Formen, literarischen Formen. Denn wir sind unterschiedlich geworden, sind wahre Menschen. Mensch ist erst gegeben, wenn ein jeder eigen ist, ohne willigen Zeitgeist, der die Menschen, die feigen Massen zu einem willigen, zeitigen Meer verschweißt. Die Arbeit mit meinen Freunden war wunderschön. Also mit Peter Albrecht und ich haben die Regie gemacht. Dabei ging es uns, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, gewisse Offenheit zu behalten. Und es ging uns auch darum, dass während dem Prozess wir sozusagen das, was wir innerhalb der Gesellschaft attackieren oder wie soll man sagen, im weitesten Sinne kritisieren, während den Dreharbeiten, also während den Theaterarbeiten, während der Probenzeiten nicht zu machen. Wir haben versucht, sehr frei miteinander umzugehen, jeder selbstbestimmt, so wie es ja oft in vielen Bühnen natürlich üblich ist, aber sehr selbstbestimmt, bis hin zur Regieassistenz, bis hin zu der zweiten Schauspielerin, die einen kleinen Bart hat, alles sehr selbstbestimmt, auch was die Musik betrifft, war sehr selbstbestimmt. So haben wir uns angenähert, also in einer richtigen Freiheit, also Kreativität, jeder Mensch für uns war in dieser Arbeit ein Kreativitätspol und wir haben uns dann sozusagen vernetzt, verwoben, würde ich fast sagen, vernetzt, verwoben, um eben dieses Stück zu machen, das ja, glaube ich, sehr gut funktioniert hat. Menschen, die sagen, sogar sehr junge Menschen, teilweise Menschen, von denen ich mir das gar nicht vorstellen kann, die gesagt haben, es ist ein bisschen wild, das Ganze. Ja, ich glaube, das kann man auch so sagen, dass es ein bisschen wild ist. Gibt es ein Fenster, dass du durchschauen es geht? Gibt es ein Fenster, dass du durchschauen es geht? Gibt es ein Fenster? Dass du durchschauen, es geht. Für mich ist dieses, ich wollte auch unbedingt die Balladen des 21. Jahrhunderts schließen etwas vielleicht an der Rock- und Popmusik an, überhaupt an der Musikkultur, wo ja Balladen heutzutage wiedergegeben werden. Da werden Balladen gesungen und ich verstehe mein Theaterstück auch als Balladenstück. Und so habe ich die Möglichkeit jetzt, mich auch
pathetischer zu zeigen, meine Gefühle auf der Bühne zu zeigen. Das ist einer der Gründe, warum ich selbst gespielt habe und nicht spielen habe lassen, weil ich gemeint habe, was habe ich gefühlt, als ich es geschrieben habe. So wie ein Leadsänger. Das war eigentlich eine wichtige Arbeit für mich. Also das war eine Hauptaufgabe. Ich bin auf meine geliebten 5 Glieder beschränkt und höre mein Herz pochen. An deiner Schönheit wären herangewachsen zukünftige Kinder, zukünftige Kultur. Doch unter dem Himmel blau-blau strahlt der rote Sandstrand von Lampedusa. Und Balladen sind vor allem, das darf man ja auch nicht vergessen, für mich und auch für mein Team, war ganz wichtig, Balladen beinhalten 3 Stilelemente. Und die haben schon existiert zu einer Zeit, vor ein paar hundert Jahren, schon vor 1000 Jahren. Die werden in 10.000 Jahren immer noch existieren. Das ist lyrisch, und es ist dramatisch und es ist episch. Das Epische ist der ganz weite Bogen, so wie die Liebe weit ist. Das Lyrische ist so das kleine Spiel, wenn wir miteinander eine Freude haben im Liebesspiel und so. Das sind alles lyrische Elemente. Und das Dramatische, klar, das ist dann sozusagen das, was wir wollen. Spannung, den Mund offen halten, wow, das sind dann die dramatischen Elemente. Und das beinhaltet eine Ballade und überhaupt das ganze Stück, da es 5 Balladen sind. In dem Stück ist mir der Stuhl auch sehr wichtig. Der Symbol vor unserer Verkopftheit ist. Das heißt nicht, dass ich jetzt was gegen Verkopftheit habe. Also gegen Verkopftheit habe ich natürlich was, aber das heißt jetzt nicht, dass ich nicht gegen den Verstand bin. Sondern das heißt einfach, dass wir einfach viel zu sehr im Kopf leben. Wir müssen so sein, das machen wir im Kopf. Wir sollten mehr uns bewegen und auch damit umgehen können, wenn wir Fehler machen. Wir sollten dem anderen die Fehler nicht so nachtragen, sondern sich stehen lassen. Wenn man sich dieses Stück anschaut, ist einem ganz klar, dass es ein bisschen anders ist als Theater. Und das behaupte ich nicht nur, das ist so. Das haben mir die Leute auch nach den Aufführungen gesagt. Es ist räudig. Ich nehme mir kein Blatt vor den Mund, insofern, als dass ich mich getraue, auch pathetisch zu sein. Und dass ich mich getraue, auch ganz privat auf der Bühne zu sitzen. Also ich getraue mir eigentlich, das alte Theater mit neuem Theater, also klassische Elemente mit neuen Elementen zu vermischen. Manchen Stellen steige ich ja ganz aus, da bin ich ja ganz privat. Das ist ja heutzutage eher Usus. Aber dann auf der anderen Seite bin ich dann wirklich ganz pathetisch. Und das ist mir wirklich wichtig, weil wir haben ja auch Gefühle. Mir geht das so oft, gerade im deutschen Theater, aus der Geschichte heraus schon, mit dem Zweiten Weltkrieg und dann Trennung von Deutschland. Das deutsche Theater ist teilweise total verkopft. Was ich zum Beispiel im französischen oder englischen Theater weniger sehe. Deswegen liebe ich zum Beispiel englische Produktionen zu sehen. Die gehen viel lockerer an die Seite. Wir nach dem Zweiten Weltkrieg, ich meine, man darf ja nichts mehr machen. Wenn man heutzutage, wenn ich manchmal Gedichte vortrage, passiert das wirklich und das stimmt. Du darfst sie nicht mit deinem Gefühl vortragen, du musst sie ganz verkopft vortragen. Und das Gefühl hat eigentlich nur die Musikbranche übernommen. Die hat das Gefühl übernommen und wir heraußen sollen dann nur noch verkopft sein. Also mir kommt das schon ein bisschen so vor. Dagegen habe ich angeschrieben. Das ist meine Meinung und ich würde auch sagen, sie deckt sich mit der Realität. Das können mir sicher viele Leute bestätigen, die im selben Metier arbeiten.